Einen wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar, wie man erfolgreich handelt in der Russland-Ukraine-Krise. Natürlich mit Alois Mathiessen und Jan-Robert Schutte hier zugeschaltet mit Webcam. Ja. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat heute Abend begrüßen. Ich bin gespannt, was die zwei heute mitgebracht haben. Ich hoffe, Sie natürlich auch. Und von daher will ich gar nicht lang drum rumreden und direkt zum Risikohinweis springen. Denn Sie kennen es alle, auch dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie nichts des Gleichgezeigten als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Das ist immer ganz wichtig, vorweg zu sagen, denn Sie müssen am Ende immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, das Ganze ist ganz wichtig zu sagen. Gut, dann, Jan-Robert, gebe ich jetzt mal den Bildschirm an dich weiter. Ja, danke schön. So. Danke schön, Florian, für die Introduktion. Guten Abend, sehr geehrte Teilnehmer. Auch Alois ist dabei. Und Ich bin herzlich Videos, willkommen, ja. Alois. Fertig? Ja. Wir sind Ja. jetzt First Slide. Und wir machen ja, heute eine sehr kurze Introduktion. Und vielleicht kennen die meisten Leute uns und möchten direkt nach die Introduktion, nach die Grafiken. Und ja, jeder gute Erfolg, das ist mit ersten Schritt, ist das anzufangen. Und das machen wir heute auch mit dem Webinar. Und hier haben Alois und ich unsere Erfahrungen aufgebaut. Hier haben wir gelernt, Risiko zu managen. Weil man muss natürlich eine Position haben und Risiko eingehen. Aber sehr gut ist das Risikomanagement. Wenn Sie das gut managt, dann kommen die Erfolge von selbst. Und ja, vielleicht kannst du auch ein bisschen erklären über deine Erfahrung auf den Optionsbörse in Amsterdam, Alois. Ja, ich bin in 1986 angefangen als market maker und habe auch so wie hier auf dieses Foto meine Ausbildung bekommen. Ja, das war auch gleich hat man mich gelernt, um das Risiko gut zu managen. Und das werde ich später auch mal zeigen. Das ist auch bei Daytrading ist das sehr wichtig. Denn will man überleben in dieses Geschäft, dann soll man seine Risiko's gut einschätzen. Ja, und das war auch mit sehr großen Positionen am Anfang als Marketmaker. Aber das wie Retail Investors, Retail Traders, gibt es dieselbe Regeln auch. Und ich habe in den letzten 4, 5 Jahren habe ich mir auch zugelegt zu Crypto Trading. Und ich habe noch ein Buch geschrieben, Crypto Trading für Beginners, für ambitiöse Beginners. Und seit November habe ich 5.100 Buchen verkauft. Und auch in dem Buch haben wir die Regeln, wie wir auch zupassen mit Trading. Ja, ist es auch gut, um das auch zu lesen. Und die meisten Leute, die meisten Trader, die Verluste macht oder nicht erfolgreich sind, nicht nur Money Management, sondern auch Emotionen. Das ist auch sehr wichtig, um das gut zu managen. Und wir haben natürlich auch in der Welt, haben wir viele Seminare gemacht. Ist ein Bild mit mir an der linken Seite und Alois an der rechten Seite. Alois in Amsterdam und ich auch in Zypern zum Beispiel. Und Kiew waren wir auch noch gewesen. Und ja, ich habe noch Erinnerungen im November. Und ja, tut mir sehr leid, was passiert natürlich. Und ja, heutzutage muss man damit leben. Und es hat auch Einfluss auf den Markt. Und was auch passiert, manche Jahre her, gab es auch Krisen und ja, auch Chancen. Und man kann nicht, man kann nur die Positionen managen, was man hat. Und wir haben auch ein System, das ist ein Money to Work Trading System, um
damit erfolgreich zu handeln. Und wir haben zusammen jahrelange praktische Erfahrung aufgemacht. Und Luis hat am MTW TSS System ein Support System designed. Und das hat ihm auch geholfen. Und ja, was ist dein Grund, um ein System zu machen, Alois? Ja, das war, weil ich älter wurde, bekam ich etwas Probleme mit meiner Konzentration. Und so hat es angefangen, dass ich für mich selber etwas machen wollte, in Zusammenarbeit mit meinem Programmierer. Und ja, wenn es ein, das hat ungefähr 2 Jahre gedauert, und wenn es soweit war, dann schienen es mehrere Leute, die fanden es sehr gut, sehr schön, genauso wie du und deine Partner mit den Options Academy, und hatten auch Kunden dafür, und so hat es eigentlich angefangen. Aber im Grunde genommen war es eigentlich für meine eigene Trading-Business. Ja, und auch, ja, ich habe auch tausenden Trader gecoacht, und die meisten Leute haben kein System, und die machen nicht gut Money Management, und die Emotionen kommen dabei gucken, und das ist nicht gut. Und es gibt viele Fallstricke beim Handeln, und wir haben auch die Fallstricke gesehen, und wir haben da auch von gelernt, und das geben wir auch an unsere Trader und Kunden. Und wir wissen auch, wie man erfolgreich handelt, und wie man der Masse einen Schritt voraus ist. Und das ist sehr wichtig in dem Markt. Momentum, das ist auch sehr wichtig, dass man in einer guten Position ist. Und natürlich ist es schön, wenn der Markt sehr gut in die Richtung ist von der Position. Aber auf dem Markt ist es sehr wichtig, um bei Anfang oder in der Nähe von Anfang von einem Trend in den Markt zu einzusteigen. Und ja, vielleicht kennen Sie das auch, dass Sie ja, eine Aktion oder Index kauft, und dann geht es runter auf den Topf. Oder man hat Position und denkt, okay, es geht nach unten, ich gehe raus, und dann geht wieder nach oben. Ja, Sie vielleicht nicht. Hä? Die sind mit FX Flat mit Handeln. Vielleicht sind sie sehr gut, aber vielleicht ja, ist das, ja, können Sie das auch eindenken. Und wir helfen auch andere Trader, um erfolgreich zu sein. Und auch wir bleiben sehr scharf von anderen, ja, um das die anderen Trader zu unterstützen. Und das ist auch, Luise, wir haben auch im Dealing Room haben wir gehandelt. Und wenn man handelt alleine, dann ist es sehr, ja, sehr schwierig, um Konzentration zu beobachten. Aber ja, das ist ein Slide von Dean. Keep it simple. Einfach. Ja, Einfachheit ist die beste Strategie. Ich mache das auch in meinem Privatleben, aber das mache ich auch in meiner Business. Wenn es ein Problem gibt, dann versuche ich nicht gleich das Problem zu lösen, aber dann versuche ich erstmal zu untersuchen, wo das von her kam, das Problem. Hè? Und dann bekommt man oft die Lösung von selbst. Erfolg, das ist kein Hokuspokus, hè? Das ist auch kein Glück, hè? Aber man soll dafür arbeiten, sondern auch Fokus, das ist sehr wichtig. Und konsequentes Handeln, das ist sehr wichtig. Es ist eigentlich weniger, wie sagt man, important, was für ein System man hat. Man soll nur wissen, dass das System natürlich gut funktioniert. Aber wenn man ein System hat, dann soll man auch sehr konsequent handeln. Das ist sehr, sehr wichtig. Sehr veel problemen bekommen Leute, damit die nicht konsequent sind. Was man auch natürlich für Daytrading, und was wir machen, ist Daytrading und scalpen, das machen wir auch. Das ist noch kürzer in de markt sitzen. Aber man braucht einige Bedingungen, um erfolgreich zu sein mit traden. Und das ist, man soll emotional Selbstbeherrschung haben und Disziplin.
Mentaal soll man stabil sein, positiv, objektiv und realistisch. Und mit positiv meine ich, dass das Glas nur halb, das ist nicht halb leer, sondern halb voll. Und nicht, dass man denkt, dass die Kurs, dass der Markt, der Börse bis in den Himmel reingeht. Und objektiv ist natürlich auch sehr wichtig. Deshalb soll man immer sehr gut achten auf die Grafiken. Denn da steht, was im Moment der Wahrheit ist. Und nicht, was man auf das Fernsehen erzählt oder was sie hören via Internet. In der Chart, dort der letztgemachte Preis, das ist in diesem Moment der richtige Preis. Seien Sie kritisch und fordern Sie sich selbst heraus. Das ist auch sehr wichtig. Entschuldigung. Sie sollen kritisch sein nach sich selber. Und man soll sich selbst herausfordern. Das ist sehr wichtig, man soll immer kritisch sein. Und nicht denken van oké, het gaat niet, of de markt is niet zo handelen. Nein, meistens is dat probleem de trader. Continuerliche en nie endende verbesserungen. Dat is ook, de markt is immer endelijk. Ab en toe denkt man, oké, dat heb ik schon eher gezien. Zum Beispiel met Patronenerkennung. Maar wenn man dan goed schaut, ziet man trotzdem, dat het meistens immer wieder etwas anderes ist. Und da soll man sehr vorsichtig mit sein. Und deshalb soll man auch immer versuchen, deine Know-how zu verbessern. Man muss sich natürlich auch anpassen an veränderliche Marktbedingungen. Das haben wir zum Beispiel im Moment durch die Ukraine-Krise. Ist der Markt ganz verschieden. Ich bin jetzt ungefähr 40 Jahre in dieser Business, aber wie das jetzt geht, das habe ich auch noch nicht eher mitgemacht. Ja, zum Beispiel der Volatilität ab und zu, der ist sehr, sehr groß. Ja, und da soll man mit rechnen als Daytrader. Was auch manchmal ein Problem ist mit Leuten, dass die ein Dollarzeichen in den Augen haben. Das ist natürlich nicht gut. Geldgier ist nicht gut. Denn dann, das macht, dass man nicht mehr objektiv denken kann. Und das ist wichtig. Man soll immer versuchen, objektiv nach dem Markt zu schauen. Und nicht eine Idee haben und denken, jetzt muss der Markt hoch oder jetzt muss der Markt nach unten. Nein, der Markt geht seinen eigenen Weg. Und seien und bleiben Sie passioniert. Das ist natürlich auch wichtig. Denn es ist manchmal schwierig, motiviert zu bleiben. Aber man soll es gerne machen. Und natürlich, was auch sehr wichtig ist, dass man einen Tradingplan hat. Genauso wie man auch konsequent sein soll, soll man auch einen Tradingplan haben und dann konsequent an das Tradingplan handeln. Zum Beispiel die Macht der Compoundierung sinneszins. Vielleicht kennen Sie das. Angenommen, Sie fangen an mit 1000 Euro. Wenn Sie ein Ziel pro Tag haben von 0,5% Rendite, dann brauchen Sie eine Positiongröße in der Euro-Dollar zum Beispiel von 20.000 Euro-Dollar. Das ist nicht viel. Ja, das sind nur einige hundert Euro an Margin. Und dann brauchen Sie eigentlich nur Pips, 3 Pips pro Tag. Und ein Pip, das ist das vierte Ziffer nach der Punkt. Wenn Sie das ganze Jahr machen können, dann kann man 1000 Euro wachsen lassen nach 2684 Euro. Natürlich ist das in der Praxis nicht so ganz einfach. Hè? Auch ich bin nicht 200 Tage pro Jahr konsequent. Hè? Ich bin auch manchmal krank oder ich habe keine Lust zu arbeiten. Es gibt Feiertage und wenn man ein Fest hat gehabt, den nächsten Morgen, dann ist man vielleicht auch weniger scharf. Aber was ich hiermit zeigen will, ist, dass man mit Daytrading nicht die große Gewinne bekommen kann, aber man soll immer etwas versuchen zu verdienen.
Und damit kann man ein Einkommen aufbauen. Ja, und 3 Pips pro Tag, das ist to do, das ist zu tun. Und in der Forex auch, da gibt es 20, 30, 40 Punkte, Pips Bewegung in den Tag. Und manchmal sehen wir das auch. Und hier haben wir ein Slide mit Vorteile von MTW TSS System und System. Wir haben auch für die Interessierten einen Link hier, das ist der QR-Code, kann Sie auch scannen, und ich möchte gerade einen Link einfügen. Und wenn ihr Interesse habt, mehr zu wissen und auch ein Bonus-Sheet bekommen möchten, für die Leute, die bis am Ende bleiben sitzen, dann bekommen Sie auch mehr Informationen darüber. Aber mit dem Daytrading ist mit unserem System sehr gut, um nur mit wenigen Stunden am Tag zu handeln. Nicht eine Tag. Man kann natürlich jeden ganzen Tag handeln, aber es ist nicht nötig. Und das Handelssystem ist auf jedem Markt anwendbar. Das ist gut auf der DAX, der Nasdaq und auch Forex. Und man kann Rendite machen in jedem volatilen Markt. Einen stillen Markt, kein bewegender Markt ist nicht gut. Man muss Volatilität haben, Beweglichkeit. Und es ist komplementär an Long-Only-Strategien, Anleger. Vielleicht haben Sie auch ein Portfolio mit Anteilen, mit Aktionen, mit Aktien. Und wenn der Markt nach unten geht, wir haben das gesehen letzte Monate, dann ist es auch gut, um ein System zu haben mit Daytrading. Und was wir auch nicht machen, kein Risiko übernight nehmen. Wir schließen immer unsere Positionen, bevor wir schlafen gehen. Und das ist garantiert Nachtruhe natürlich. Und dann können wir den nächsten Tag wieder sehr gut machen, in den Markt gehen mit einem objektiven Blick. Und wir haben auch Rückendeckung durch erfahrene Trader in den Telegram-Gruppen. Wir haben ein Forum, und jetzt ist nicht WhatsApp. WhatsApp war zu klein. Wir haben ein Luxusproblem. Wir müssen überschalten nach Telegram mit 200.000 Teilnehmer maximal. Wir haben kein 200.000 jetzt, aber wir sind sehr schnell am Wachsen. Und wir haben auch exklusive Zugang zu unsere Membership-Site, wenn Sie auch für den Basis-Teil auch Zugang möchten, dann können Sie auch bekommen. Und das sind die Ergebnisse von der DAX. Heute, jede Woche hat Alois auch eine Tabelle gemacht mit den Punkten, dass man bekommen möchte. Und das Kumulativ ist 988 Punkte in der DAX. Also mit einem DAX-Kontrakt ist das 988 Euro, mit 10 ist das 9.880. Und mit Daytrading kann man natürlich die Lot-Size selbst machen. Und hier ist auch Ergebnisse von Forex Euro Dollar, auch dieses Jahr 170 Pips. Und das ist ein bisschen aufmerklich, weil heutzutage der Forex ist ein bisschen niedriger. Ist weniger. Der Dow Jones, Alois hat auch gesehen, dass Dow Jones auch sehr gut handelbar ist, auch in den Morgens. Und die orange Linie, das ist der DAX. Ja, da sehen wir fast 1000 Punkte. Und auch der Dow Jones ist auch sehr gut, 569 Punkte. Und die Euro-Dollar 19 Pips. Und vielleicht kann Alois auch mit die Ergebnisse mit dem DAX auch erklären, wie man das kalkulieren kann und bekommen kann. Das ist Ergebnisse im DAX. Ja, das sind die Trading-Ergebnisse vom letzten Jahr, von 2021. Und das ist von morgens 9 bis 10:30. Angenommen, Sie handeln mit 10 CFD's auf den deutschen DAX-Index. Ein CFD-Kontrakt ist 1 Euro pro Punkt, also 10 sind dann 10 Euro pro Punkt.
Es war insgesamt waren es 2514 DAX-Punkte, ja, und das macht 25.140 Euro. Na, die Hebelwirkung bei FX Flat ist momentan 21. Ja, das heißt, dass man mindestens 7500 Euro im Account haben soll. Aber ich, meine Idee ist darüber, das habe ich früher selber auch auf der Börse, hatten wir das auch, dass man ungefähr 50% von sein Kapital verwenden kann für Trading. Ja, das heißt, dass man ungefähr 15.000 Euro braucht und dann kann man hier das handeln. Und wenn man dann sieht, was man ein Rendite hat, das ist von 167%. Nou, das ist natürlich sehr viel. Ja, und auch das ist natürlich genauso, wie, was ich soeben auch gesagt habe. Es ist natürlich nicht immer sunshine. Und man hat auch, wohl, es ist sehr schwierig, um 100% konsequent zu sein. Deshalb sagen wir auch, wenn Sie 30 bis 50% dieser Ergebnisse erreichen, dann sind Sie schon ein sehr guter Privattrader. Für Profis ist das etwas anders, aber auch im Moment ist es auch für Profis sind die auch froh mit dieser Rendite. Ja, das ist Jesse Livermore, und wir gehen jetzt nach die Grafiken auch mit Alois. Alles ist über den Trend. Entweder ist das vielleicht langfristig oder kurzfristig, das macht nichts aus. Es ist sehr wichtig, um die, gut in den Markt zu sitzen, einen wichtigen Trend. Und man kann auch kein Gewinner werden, ohne Risiken einzugehen. Und Alois hat gesagt, fragen Sie das einfach an Max Verstappen, die F1 Weltmeister. Und dann möchte ich gerne den Schirm geben an Alois. Und ich möchte noch sagen, dass wir Ihre Fragen noch bis Ende behandeln werden. Und wenn ihr auch Markten sehen möchten, können Sie das auch eingeben in den Chat. Ja, wenn Sie sehen Sie meine Grafiken jetzt? Ja, man kann ja. Man sieht den MetaTrader. Die Frage aus dem Chat habt ihr gesehen? Ja. Okay. Ja, und Florian, ich habe auch, ich kann nicht so gut die Fragen sehen. Also wenn du die Fragen stellen kannst, Florian, dann bitte das zu sagen, ja? Okay, ich lese sie einmal kurz vor. Kann man die Strategie auch als Tagesstrategie D1 traden? Also denke einfach mal, ob man die Strategie auch auf Tagesbasis handeln kann. Na, im Prinzip auch. Ja, was meint man mit D1? Ja, auch für Schwingtrading. Für Schwingtrading. Daytrading, aber für langfristige. Ja, man kann das auf verschiedene Timeframes handeln. Wir haben auch zum Beispiel Kunden, die handeln nicht auf 1 und 5 Minuten, aber die handeln auf 15 Minuten oder Stunde. Das kann man auch machen. Denn das ist eigentlich das Vorteil von das System, so wie ich das gemacht habe. Es geht eigentlich, untersucht das im Chart nur der Volatilität. Und es ist gleich, ob es der DAX ist oder Öl ist oder Kryptos sind, das macht eigentlich keinen Unterschied. Aber was natürlich vorhanden sein soll, das ist Volatilität. Das ist das Wichtigste. Wenn es keine Volatilität gibt, kann man eigentlich auch nicht gut handeln. Was Sie hier sehen, das ist der DAX. Und das große Monitor hier, der große Chart, das ist eine Minute auf das FX Flat MetaTrader 4. Und dann rechts oben sehen Sie die 5 Minuten und rechts unten 15 Minuten. Ich schaue nie nach ein höheres Timeframe als 15 Minuten, denn
Es kann natürlich sein, dass wenn man zum Beispiel nach einem Tageschart schaut, dass es zum Beispiel hoch geht. Aber dann kann es trotzdem sein, dass man als Daytrader auch manchmal Short handeln, auch verkaufen soll. Deshalb schaue ich nur nach die 15 Minuten. Hier sehe ich am Anfang der Tag, wo der Markt herkommt und wo hier die Levels sind. Hier sehen Sie PP, das ist Pivot Point. Das sind Levels, die werden berechnet von der Kurse von gestern. Und dann hat man nach oben R1, Resistance 1, 2 und 3. Und nach unten hat man Support S1, 2 und 3. Dazu habe ich gemacht die rote Linie hier, das ist Yesterday Low. Nou, Sie sehen, das Yesterday Low von gestern auch heute wieder der Low war. Die gelbe Linie-Strich hier, das ist DO, das ist Daily Open. Und der fängt an morgens um 8, wenn der DAX anfängt zu handeln in Frankfurt. Und hier sehen Sie die blaue Linie, das ist Yesterday High. Und warum habe ich das hier? Weil man oft sieht, dass die Levels Unterstützung sind oder Widerstand. Und das hat damit zu tun auch, dass sehr viele Leute, das hat ungefähr 15 Jahre her angefangen in Amerika, dass die Leute mit Pivot Points angefangen haben. Und da sieht man, wenn viele Leute denken, zum Beispiel, es liegt hier bei R1, kann Widerstand sein, dann sieht man auch, dass der Markt manchmal hier Widerstand hat. Wenn der Markt natürlich kräftig genug ist, dann geht er durch. Das ist kein Problem, denn der Markt macht immer, was er selber will. Aber man sieht oft, genauso wie man das hier heute sieht, dass der Boden wieder hier auf de Yesterday Low war. Hier sieht man das gut, hier sieht man das. Und das kann man natürlich nicht auf den Punkt genau sehen. Aber es geht darum, wenn ich das sehe hier, dann gehe ich nach meinem 1 und 5 Minuten Chart und dann schaue ich, was da passiert. Und dann kann ich ganz ziemlich früh eigentlich verstehen, was der Markt machen will. Hier in de 5 Minuten, da steht auch das gleiche System, was ich verwende in de 1 Minute. Sondern die Einstellungen sind etwas anders. Aber was zum Beispiel wichtig ist, für einen Daytrader, ein professioneller Daytrader, der sucht immer nach ein Top und ein Boden. Denn man sieht sehr oft, wenn es ein Top oder ein Boden gegeben hat, dass der Markt schneller wird, damit mehr Momentum in der Markt kommt. Und das ist, was ich suche. Ich suche immer Momentum. Das Problem mit Daytrading ist, wenn man hier einen Top hat und das System zeigt, dass der Markt sich geändert hat von Richtung, dann soll man versuchen, so schnell wie möglich reinzugehen. Denn wenn man, desto langer man wartet, desto näher man an das Ende kommt einer Bewegung. Das Problem ist natürlich, dass wir nie wissen, wo das Ende ist. Aber was wir wohl wissen ist, dass desto langer man wartet, desto weniger Chance hat man, um Gewinntrades zu machen. Und damit wird das Risiko größer. Und das möchte ich nicht. Genauso hier sehen Sie auch, hier gibt es einen Boden, hier gibt es noch ein Sell-Signal, hier gibt es ein Kaufsignal und hier dreht sich der Markt. Und dann soll man so schnell wie möglich versuchen mitzugehen mit der Markt. Denn wenn man, das ist oft das Problem, oft mit Privattrader. Die wollen dann einige Sicherheiten haben und wenn die sagen, okay, jetzt habe ich zoveel Sicherheit, jetzt gehe ich rein. Und dann gehen die hier rein zum Beispiel, haben die vielleicht 10 Minuten haben die recht und dann geht es runter. Und Sie kennen vielleicht alle die Geschichte von, ja, wenn ich kaufe, dann geht es immer die andere Seite hin, der Markt. Und das ist eigentlich nur ein Timing-Problem.
Deshalb soll das sehr wichtig sein. Und das hat man auch immer uns auf der Börse gelernt. Ja, da hat es mit angefangen. Versuch immer schneller zu sein als die Masse der Leute außer der Börse. Und deshalb versuche ich auch hier, wenn es einen Boden gibt oder einen Topf, so schnell wie möglich mitzugehen. In der 1-Minute-Grafik hier sehen Sie eigentlich dasselbe. Hier unten haben Sie einen Indikator, das ist, die stammt von der MACD, MACD, wie die auch genannt wird. Wir haben das angepasst nach meiner Idee und wenn das hier auf der Nulllinie grün ist, grün wird, dann zeigt das, dass man kaufen soll, long gehen. Wenn es durch die Nulllinie nach unten geht und rot wird, dann soll man verkaufen, short gehen. Aber Sie sehen hier, wenn diese zwei Linien einander kreuzen, dann bekommt man hier rote Punkte. Und hier bekommt man, wenn die zwei einander kreuzen, bekommt man grüne Punkte. Das heißt, dass das Momentum in der Markt auf dem Moment nicht mehr richtig ist. Also nicht stark genug für ein Long Trade hier und für ein Short Trade hier. Das heißt, dass das Risiko auch wieder größer ist. Und das möchte ich nicht. Denn man soll nie traden, wenn es diese Punkte gibt, entweder rot, entweder grün. Dies verwende ich, der Indikator verwende ich als eine Bestätigung von meinen Signalen in der 1 Minute. Ich trade am liebsten de DAX morgens von ungefähr 9 bis halb 11, 11 Uhr. Es ist nicht immer natürlich de beste Zeit. Man sieht manchmal auch, dass es von 9 bis 10, halb 11 eigentlich sehr wenig bewegt. Und dann fängt es an um halb 12. Das passiert auch. Aber meistens sieht man doch, dass von 9 bis halb 11 ungefähr die beste Zeit ist morgens. Ja. So. Dann fangen wir zum Beispiel hier an. Hier sehen Sie, ja, ich kann eigentlich wohl anfangen von heute Morgen 9. Das ist vielleicht das Beste. Das war hier. Sie sehen hier steht L, das ist de Zeit von London Opening. Das ist 9 Uhr unsere Zeit. Hier steht auch F, das ist Frankfurt Öffnung. Sie sehen auch, die gelbe Linie fängt hier an. Und das ist de Daily Open, de DAX. Nou, wenn ich zum Beispiel morgens hier anfange, dann warte ich. Ich warte meistens 2 bis 3 Minuten, bevor ich reingehe in den Markt, weil man die ersten Minuten oft sehr große Bewegungen haben kann. Man sieht das hier auch. Ganz schnell geht es hoch, vielleicht noch schneller geht es runter. Und dann kann der Markt versuchen, zijn weg zu suchen. Nou, dan heb ik hier das erste Signal. Und Sie sehen, das wird hier unten im Indikator wird das bestätigt. Also dies ist ein richtiges Signal. Dann schaue ich nach der Close von dieser Kerze. Das ist 14.296. Die Ziffern hinter der Punkt, die nehme ich nicht mit. Also ich nehme hier hinzu 5 Punkte. Und dann wird dann 301 und da kommt mein Order zu liegen. Ich nehme bewusst diesen Raum hier, weil der Markt sich bewegen soll. Der muss Bewegungsraum haben. Und zweitens, wenn es diesen Abstand macht, dann ist es nur größere Chance, dass es auch durchgeht. Und da sehen wir auch, wenn diese Kerze sich schließt, dann fangen wir an hier bei dieser Kerze. Dann kommt der Order hier zu liegen. Ich zeige später, wie das geht mit das Order Management. Und dann haben wir hier eine Kerze. Nou, das war hier ja, mehr als 16 Punkte.
Ich habe im Moment, gehe ich für 10 Punkte in den DAX. Also das war ein richtiger Trade. Ja, dann haben wir hier, genau wenn diese endet, bei Anfang von dieser Kerze, können wir wieder reingehen, denn diese wird auch bestätigt hier. Auch genau dasselbe, das ist 13 plus 5, das wird 18. Muss ich mal rechts schauen, wo das ungefähr ist. Ja, das ist ungefähr hier. Und dann sehen Sie, dass das hier getriggert wird. Hier geht es hoch. Hier haben wir 5 Punkte im Gewinn. Wenn ich 4 Punkte im Gewinn habe bei der DAX, dann ziehe ich meinen Stop los, der hier irgendwo liegt, die ziehe ich nach Break-Even. Auf dem Moment kann ich kein Geld meer verlieren. Denn ich habe hier nicht mijn 10 Punkte gehabt, de Markt geht wieder zurück und dann werde ich hier ausgestoppt auf Break-Even. Nou, das ist kein Problem. Und das ist eigentlich der Trick mit Daytrading und mit Scalpen. Man soll in der Markt sitzen, um Geld zu verdienen. Aber man soll versuchen, immer so wenig möglich Risiko einzugehen. Dann hat man hier de nächste Signal, diese. Hier sehen Sie auch, das ist 20, also das wird dann 25. Das ist hier. Hier sehen Sie, hier geht es wieder hoch. 11 Punkte, hier ist es 13 Punkte. Also hier hat man wieder 10 Punkte haben können. Nou, Sie sehen, so kann man das mitmachen. Hier zum Beispiel sehen Sie, diese macht man nicht, weil hier ein Long-Signal ist und der PMA hier, das ist diese Linie, das ist nicht ein richtiger Moving Average, das ist ein PMA, ein Propriety Moving Average, die wir selber gemacht haben. Und die können Sie nicht verwenden, zum Beispiel hier als Unterstützung oder wenn es nach unten geht als Widerstand. Aber das geht nur für das Momentum. Wenn es blau ist, zeigt das, dass das Momentum hoch geht. Wenn es orange ist, dann zeigt das, dass das Momentum nach unten ist. Hier ist es horizontal, genauso wie das hier geht. Und das zeigt, dass der Markt auf dem Moment eigentlich null ist. Und hier gibt es also ein blauer Signal und der PMA ist noch orange. Das soll man nicht machen. Dann nimmt man den nächsten, diese. Und dann sehen wir unten, sehen wir, dass es einen roten Punkt gibt hier. Also dieser Trade wird nicht bestätigt. Die macht man dann nicht. Man sollte denken, wenn ich nicht wusste, was hier weiter geschehen sollte heute Morgen, dann hätte ich wahrscheinlich gedacht, okay, es geht hoch, es kommt etwas zurück und es geht wieder hoch und kann weiter hoch gehen. Aber hier zeigt es sich, dass man das nicht tun soll, weil das Momentum in der Markt abnimmt. Und damit bekommt man mehr Risiko. Deshalb soll man so ein Trade wie diese nicht machen. Nou, en zo gaat het weiter en weiter. En hier hebben we zum Beispiel een sell trade, een short trade. Genau das gleiche. Hier is de close dieser Kerze ist 95. Also dan gaat het minus 5. Dat wordt dan 90. Dat is hier ungefähr. En dan wordt de order hier getriggerd. En gaat er mit nach unten. Hier haben wir 4,2 Punkte, etwas mehr als 4 Punkte Gewinn. Dann zieht man schnell sein Stop los nach Break-Even. Und dann, wenn es hier zum Beispiel passiert, hier geht es hoch, wird man ausgestoppt. Also das ist kein Problem, es hat nichts gekostet, aber man hat es versucht. Wenn der Markt gleich runter war gegangen, hatte man wieder vielleicht 10 oder mehr Punkte haben können. Deshalb ziehe ich immer ziemlich schnell mein Stop los nach Break-Even. Ich soll Ihnen jetzt das Order Management zeigen. Wenn man hier nach Expert-Eigenschaften, hier können Sie eingeben, was Sie möchten. Das System wird geliefert mit den Einstellungen, so wie ich die verwende.
Aber Sie können das natürlich auch selber anpassen, wenn Sie das wollen. Ich habe hier ein Take Profit von 10 Punkten. Hier steht 100, aber das sind 10 Punkte. Ein Stop Loss von 7 Punkten und ein Stop Room von 3. Das soll eigentlich im Moment 5 Punkte sein. Und das hat damit zu machen mit der heutigen Ukraine-Krise, weil die Volatilität ist ab und zu so hoch, dass wenn man das zu eng hat, dann wird man zu oft ausgestoppt. Das muss man voorkomen. Hier kunnen Sie Ihre Lot Size einstellen. Dat hängt ab, wie groß Sie traden wollen, wie viel Geld Sie auf der Rechnung haben. Und was hier zum Beispiel mit Percentage, da kann, wenn man hier zum Beispiel 0,5 eingibt, das heißt, wenn man das verwendet, dass das System ausrechnet, wie groß Ihre Position sein soll, damit man nicht mehr als ein halbes Prozent verlieren soll von Ihr Kapital, als man ausgestoppt wird mit der Stop-Loss von zum Beispiel 7 Punkten. Das funktioniert am besten eigentlich bei der Forex-Markt, aber das hat damit zu tun, dass das die Ziffer hinter der Komma. Aber das ist natürlich das optimale Money Management. Denn wenn man das verwendet, dann heißt das, wenn Ihr Kapital größer wird, treden Sie auch eine größere Position. Wenn Ihr Kapital weniger wird, dann treden Sie eine kleinere Position. Und das ist das optimale Money Management. Und nicht was man oft versucht, wenn man Geld verloren hat, um die Position zu vergrößern, um schneller das Verlust gut zu machen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Ich habe das auf der Börse auch mitgemacht. Das geht manchmal gut, aber es geht immer einmal sehr gut, nicht gut, um zu sagen. Und dann werden die Verluste noch viel größer. Dann machen Sie den Fehler nicht. So. Alois, da ist gerade eine Frage reingekommen. Ja. Würde ich einmal kurz vorlesen. Alois, was bedeutet die unterschiedliche Stärke der Farbe Rot und Grün im AMCD? Hier unten. Oh ja, ich verstehe. Das hat auch mit das Momentum zu tun. Alles, was ich mache bei der Bau von diesem System, war das Wichtigste. Das Momentum, das wollte ich wissen. Und da bin ich schon jarenlang damit beschäftigt gewesen. Aber seit ich mit meinen Programmierern damit angefangen bin, konnten wir das eigentlich zeigen, wie das ungefähr war. Und das heißt, wenn das hier unten darker wird, dann wird das Momentum nach unten stärker. En man ziet dus hier ook eigenlijk, hier gaat het hoog, is het leicht grün. Hier wordt het dunkelgrün, dan wordt het schon etwas schwacher. Hier wordt het etwas sterker, en hier wordt het schwacher, en dan gaat het door. En dan, wenn het doorgeht hier, zum Beispiel hier ook, dan wordt het dunkelrood. Wenn het weer zich ändert, dat momentum, naar oben gaat, dan wordt het weer leichter. Dan wordt het hier leicht rood. Und leicht grün, wenn es durchgeht. Das hat auch eine Funktion. Hier sehen Sie das Order Management. BM bedeutet Buy Market und SM Sell Market. Das heißt, man kauft oder verkauft auf dem Marktpreis hier, die in diesem Moment hier gültig ist. BS und SS, Buy Stop. Das ist ein Order, der kommt über der Markt zu liegen. Und SS, das ist ein Sell-Stop, der kommt unter der Markt zu liegen. Und das ist, was ich soeben erzählt habe, auch mit der Raum, was ich nehme. Zum Beispiel hier haben wir einen Kaufsignal. Und das wird auch noch bestätigt hier. Naja, wir sind eigentlich zu spät, denn wenn es hier zum Ende geht mit diesen Kerzen, und das können wir hier oben sehen, das wird weniger. Sie sehen, jetzt haben wir noch 17 Sekunden, bevor diese Kerze endet.
Und wenn hier 2 bis 3 Sekunden zu gehen sind, dann klickt man auf BS. Na, das können wir jetzt machen. Hier, jetzt mache ich. Sie sehen, jetzt kommt auf einmal, durch einmal zu klicken, kommen 3 Ordner ein. Hier gehen wir in den Markt rein. Hier liegt unser Target Profit. Und hier unten der Stop-Loss. In diesem Moment können Sie noch schieben mit der Order. Ja, das ist kein Problem. Ja, ich mache das auch manchmal, wenn ich das nicht ertraue. Und dann denke ich, ich möchte noch mal eine Minute anschauen, wo es am besten liegen kann. Ja, und dann kann man später kann man sagen, okay, jetzt kommt es wieder hier oder vielleicht da. Das ist genau, was man selber machen will. Man kann auch noch natürlich de stop loss, die kann man auch manuell ändern und de target profit. Aber ich empfehle nie de stop loss zu ändern. Wenn sie zum Beispiel zu oft ausgestoppt werden, dann ist de stop loss vielleicht zu nah an de Kurse. Dann sollen sie das ändern. Aber wenn sie das einmal eingestellt haben, machen sie das nicht manuell. Um zu sagen, okay, ich mache es jetzt hier unten, das geht auch. Es ist genauso, was ich am Anfang gesagt habe, sei konsequent in Ihr Trading. Nou, wenn Sie das cancelen wollen oder Sie haben zum Beispiel Gewinne hier, dann klicken Sie auf Stop und dann ist es verschwunden. Mit diesen 2 Knöpfen hier unten, die SL grün und SL rot, kann man den Stop-Loss ändern. Das geht, wenn man einmal klickt, geht er einmal hoch, ein Punkt hoch oder ein Punkt runter. Ich zeige das jetzt mal. Jetzt mache ich einen Trade mit einem Buy Market. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Sie sehen hier im Rot, sehen Sie, was Ihr Verlust in Punkten ist. Wenn es hoch geht, dann wird es hier wird es grün und dann ist es auch in Geld, ist es ein positief. En dat hier is niet in geld, sondern in punten. Want dat hebben we bewust zo gedaan. Dat had zo doen met de mindsetting van trader. Jetzt zijn ze, ik mag het jetzt ziemlich snel, gehe ik met mijn stop los naar break even hier, waar we reingegangen zijn. Want jetzt heb ik geen risico meer. Dan wenn de koers naar unten gaat, vielleicht macht er dat nog einmal, dan zullen ze zien dat er gestoppt wird, der Trade. Ja, jetzt geht es weiter hoch. Eigentlich habe ich kein einiges Risiko momentan und kann ich ganz ruhig sein. Bin ich zufrieden zum Beispiel mit 2 Punkten? Manchmal nehme ich das auch. Wenn ich denke, es geht nicht weiter, dann nehme ich auch 2 Punkte. Man weiß, hier liegt ein Widerstand hier ungefähr. Der Target liegt hier. Denn man weiß nicht, ob das jetzt so viel Kraft in der Markt hier. Sehen Sie jetzt, er war ein Gang runter und jetzt ist er geschlossen, der Trade. Ja, und das kann man hier sehen. Ja, das war dieser Trade war das. Man kann das so ganz einfach hier in der Grafik einbringen. Hier sind wir reingegangen und hier war der Stop los. Na, Sie sehen hier, es war noch 2 Cent Gewinn. Es war ein ganz kleiner Lot Size, aber das hat nichts damit zu tun. Denn ob man mit 10 Cent handelt, mit 1 Euro oder mit 100 oder 1000 Euro, das ist nur die Einstellung vom Lot Size. Aber das, was man machen soll, als trader ist genau das Gleiche. Ja, jetzt sehen Sie, warum das sehr wichtig ist, dass Sie auch sehr aktiv sind, mit der Stop-Loss nach Break-Even zu bringen. Besonders, wenn man den Markt nicht ganz ertraut. Und das war, was ich soeben gemacht habe. Ja, ich weiß nicht, ob es noch Fragen gibt. Das ist im Grunde genommen, wie man am besten mit diesem System handeln kann. Ich kann natürlich auch der Forex was zeigen. Dann haben wir hier. Ich handle der Forex am liebsten mit 5 Minuten, mit einem 5 Minuten Chart. Wie ich das hier gemacht habe, dass hier oben habe ich 5 Minuten Charts, Euro, Dollar,
Pound, British Pound, Dollar, Dollar Yen und Dollar Schweizerische Frank. Ja, das sind die vier meist verhandelte Forex Pairs. Unten habe ich die 1-Minute-Grafik mit dem Indikator. Und ich versuche, wenn ich zum Beispiel, hier haben wir ein schönes Vorbild. Hier gibt es ein Long-Signal in der Euro-Dollar. Aber Sie sehen hier dieser Indikator, der sagt, okay, es sind rote Punkte, die zwei haben hier einander gekreuzt. Auf diesem Moment gibt es nicht genug Momentum, Aufwärtsmomentum, um hier ein Order reinzulegen. Man kann besser warten. Wenn es wieder hier durchgeht, ja, dann kann man hier ein Order einlegen. Und dann, so mache ich die 5 Minuten, kombiniere ich mit die 1 Minute. Denn die Signale auf 5 Minuten in der Forex sind sehr gut. Auch da soll man immer versuchen, hier sehen Sie das auch. Wenn der Markt sich gedreht hat, soll man versuchen, de eerste oder das zweite Signal zu nehmen. Und man sieht hier auch ganz genau, dass bei das zweite Signal hat man hier ziemlich wenig Raum gehabt, um mit der Stop-Loss nach Break-Even zu gehen. Wenn man hier angefangen hat bei der erste, dann war hier ein sehr guter Trade gewesen. Hier und hier genau das gleiche. Hier sieht man auch de eerste Long Trade auf de Euro-Dollar is besser als das zweite Signal. Haben wir hier, wie sieht es hier aus? Na, hier auch eigentlich. Na, hier in der Dollar Schweiz, da haben wir ein Sell- und Short-Signal. Und das wird auch bestätigt hier in der 1 Minute. Sondern was man hier sieht, ist natürlich, dass es hier schon dreimal Unterstützung gab. Und man sieht jetzt hier in dieser Indikator, was man sagt auf Englisch, das ist oversold. Und das soll man auch vorsichtig sein. Dus het kan natuurlijk zijn dat hier wieder Unterstützung ist auf der Daily Open. Aber die hat das Vorteil, weil man auf 5 Minuten handelt, dass man natürlich mehrere Produkte zugleich handeln kann. In Theorie braucht man nur einmal pro 5 Minuten zu schauen. Und deshalb gibt es auch Leute, die auch auf höhere Timeframes hier mitarbeiten. Ja, und das System macht keinen Unterschied darin. Sie können das auch selber einstellen. Hier sehen Sie, das ist der Standardeinstellung, so wie ich das liefere. Ja, aber das können Sie selber ändern. Es gibt ein Manual, wo alles in steht, wie Sie das machen sollen. Man kann es auch nach seiner eigenen Idee anpassen, wenn man das will. Und auch für die Krypto-Fans haben wir auch etwas hier, um zu schauen. Hier sehen Sie zum Beispiel de Bitcoin. Ja, das ist einer der Favoriten von Jan Robert. Er ist Krypto-Spezialist. Vielleicht möchte er da hier etwas über erzählen. Dan zal ik dat maar verder maken, Robert. Ja, hier hebben we die 4 stunden. Ze zien dat die 4 stunden grafiek. Ja, het zeigt eigenlijk dat de Bitcoin in het moment eigenlijk geen richting had. Vielleicht, wenn ich etwas mache, warte ik bis er hier ausbricht oder nach unten. Aber hoffen wir, dass es nach oben ist. Dan kan het hier wieder Widerstand sein. Und deshalb habe ich hier auch andere Timeframes, so wie 4 Stunden, hier oben 1 Stunde und hier 5 Minuten. Ja, es gibt auch einige Kunden, die machen das auf 5 Minuten intraday. Ich mache das nicht. Ich habe im Moment lieber die DAX und den Nasdaq. Ja, das sind meine favoriete Produkte im Moment. Auch der Nasdaq ist auch morgens auch sehr gut zu traden. Das können Sie auch mal beobachten. Und damit kann man eigentlich morgens und mittags und abends eigentlich ganz gut arbeiten. Der Bitcoin, das ist natürlich auch für Liebhaber.
Ja, Alois. Ja. Das Signal auf den 5 Minuten mit dem Bitcoin war auch sehr gut, hein? Die grüne Signal. Ja, hier auf die 5 Minuten meinst du? Ja. Ja, genau, hier sehen Sie genau das Gleiche hier wieder. Das ist die Nulllinie. Und für mich ist es 100% sicher, dass wenn das durch die Nulllinie geht, dass der Bewegung von Short nach Long geht oder anders von Long nach Short geht. Das sieht man hier auch. Es sagt natürlich nichts, wenn das hier durchgeht, ob es hoch geht oder sehr hoog oder vielleicht gar nicht hoog. Das weiß man natürlich nicht. Aber es zeigt sehr gut, dass das Momentum in der Markt sich ändert. Ja, und hier sehen wir das auch. Hier ja, ist das Punkt, dass es durch die Nulllinie geht. Nou, das ist hier gleich mit das erste Signal. Nou, wenn man das nicht genommen hat, es kann sein, dass man denkt, okay, hier liegt Widerstand, ist eigentlich zu gefährlich, kann man zu wenig verdienen und zu viel Risiko hat man dann. Und dann sieht man das hier, dann kommt das zurück. Und das ist, was man oft sieht in Charts, es geht hoch, es kommt etwas zurück und dann geht es wieder hoch. Und dann ist oft dieses Mal, das zweite Mal, dass man einsteigen kann, das Beste. Ja, nou, Sie sehen hier, diese wird leider nicht bestätigt, weil hier ein Punkt steht. Ja, aber was ich in diesem Fall gemacht hätte, bringe ich ein Order hier rein, etwas über dieses Punkt, damit wenn es ausbricht, dann mache ich mit. Wenn Sie das nicht gemacht hätten und gewartet hätten, was eigentlich sein soll, auf dieses Signal, und dieses ist wohl in Ordnung, denn die wird hier unten bestätigt. Und dann sehen Sie, dass man hier, nou, das war total hier 600, fast $650 eintritt. Nou, das ist für einen Daytrader natürlich ein sehr guter Trade. Es ist natürlich nie, dass man auf der Top man sein Gewinn nimmt und man kauft auch nicht hier unten. Das ist natürlich, so arbeitet es nicht. Aber wenn man so von so einer Bewegung immer ein Drittel, also 30% nimmt, kann verdienen, dann macht man es gut. Meine Trader früher, die ich ausgebildet habe auf de Börse, wenn die als Daytrader immer von diesen Bewegungen ungefähr 30% verdienten, dann waren ze sehr gute Trader. Ja. Alois, die Teilnehmer, finden Sie das auch ein schönes System für Unterstützung? Ich bin gespannt, was Ihre Meinung ist. Ich möchte noch einige Slides zeigen, was man auch erwarten können und was man bekommt mit dem System. Und wir haben auch einige Fragen, wenn Sie das haben, auch natürlich noch Zeit dafür, um das auszubilden. Und ich denke, dass Dingens Noel hat Fragen. Und ja, ich denke, okay, Noel, ich gehe einmal die Sheets machen und dann gehe ich nach deine Frage. Und ich möchte mal gehen. Die Frage hat Alois vorhin schon angeschnitten. Ja, ja, für die AMCD. Ja, ich kann die Frage nicht so gut sehen. Ich habe sehr niedrige, sehr kleine Linien. Okay. Und okay, dann kann ich den Schirm zeigen. Wie kann ich das machen? Warte, ich mache die Kamera. Ich kann mich selbst zuweisen. Ja, ich kann es okay. Selbst machen. Das ist sehr genau. Gut. Ja. Okay, sehr, ich hoffe, dass, danke schön natürlich für die gute Erklärung, Alois. Und hier ist ein Sheet mit die, mit den Vorteilen noch, mit dem System. Wir hoffen das auch mit den Illustrationen, dass Sie das auch gesehen haben. Und wir haben auch manche, die sagen, ja, was können wir erwarten? Natürlich Unterstützung mit der Membership-Site, auch mit die Channel in das ist heute war das 25. März
Das haben wir das auch Luis gemacht. Wir haben auch einen Telegram-Channel und ich werde die Channel auch noch einfügen in den Chat. Da kann man umsonst mitgucken und ja, ihr bekommt auch noch 50 Trading Rules, die sehr wichtig sind für guten Erfolg. Und wenn ihr noch Interesse habt in diese Sheet, mit den Patronen, dann bekommen sie das auch freibleibend. Und ja, mit dem Monitor Work Trading System bekommt man ein Paket, komplettes Paket. Und rechts oben können Sie das einscannen, das Formular. Und dann bekommt eine Online-Coaching-Session mit Hilfe mit der Installation. Und man braucht nur ein MT4-System. Demo-Account ist auch möglich mit FXFlat. Und Sie bekommen auch einmal pro Monat Q&A-Session mit Fragen und Antworten. Wir haben einmal gehabt auf Holländisch diese Woche und Dienstag ist programmiert auf Deutsch. Da gehen wir unsere deutschen Kunden helfen mit, ja, mit die Fragen und sie bekommen auch ja, Zugang zu den Gruppen. Telegram ist das heutzutage und sie bekommen auch ein CSS-Handbuch, wenn man auch erfolgreicher bekommen kann auf den Märkten und wir helfen auch mit dem Broker und FXFlat ist ein sehr guter Partner und sie brauchen auch keine ja, extra Investierung für Updates. Die Updates bekommen sie auch. Die Investition beträgt 870 Euro und 25 Cent inklusive Mehrwertsteuer und das ist ein vollständig installiertes schlüsselwertiges Handelssystem. Sie können das brauchen direkt und man braucht keine 8 Wochen eine 8 Wochen Ausbildung. Das ist nicht nötig. Man kann das einfach mit MT4 kann man das gleich gebrauchen und die einmalige Investition ist ja ist das Betrag und keine zusätzliche Kosten für Updates. Und keine versteckten Kosten. Und das, wir machen das Trading für Sie einfacher. Zusammen mit FXFlat zum Beispiel. Selbstverständlich. Und ja, das ist von Florian ein bisschen Promo natürlich auch für FXFlat. Das alles CFDs und Forex mit einer Transaktionsgebühr von 0 Euro. Nur die Bid-Ask-Spread. Und es gibt keine Verwaltungsgebühr, keine Zahlung und auch keine Auszahlungsgebühr bei einigen Broker, bei manchen Broker muss man auch zahlen mit FXFlat nicht. Kostenlose Live- und Demo-Konto und 24 pro 5 deutsche Kundenservice und in Deutschland ansässige Broker mit Banklizenz mit Zusicht von der BaFin. Und natürlich auch vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn man Fragen hat, kann man nach info@moneytowork.com oder info@tradingformoney.com Fragen stellen. Und wir haben noch Zeit für Fragen. Also wenn ihr noch Fragen habt, bitte schicken Sie das ins Chat. Und dann werde ich das noch Schirm an Alois übertragen. Und let's take a look. Ja, Alois. Für dich noch deine Ehre und ja, ich weiß nicht, ob du noch Fragen sind, Florian. Kannst du das sehen? Bis jetzt ist noch keine Frage reingekommen. Nein. Und gibt es auch andere Märkte vielleicht oder ist das klar? Ist alles sehr gut ich denke, dass Alois sehr gut erklärt hat, natürlich. Und ja, ja danke. Was man hier ziet, dat is de Nasdaq. Hè? Ja. Die is even hier, die is uitgebroken. Ungefähr hier. Ja. Ja, dat gaat weer hoog in Amerika. Ja, man ziet, man had hier verschillende, hier, dat waren de eerste.
Der war ein, es war ein richtiges Signal. Hier noch einer. Ja, diese hätte ich wahrscheinlich nicht genommen, aber diese wohl. Ja, und so kann man hier auch wieder, ja, das sind schon 15 Punkte, auch auf der Nasdaq. Das ist, der Nasdaq ist ungefähr gleich wie der DAX. Es handelt ungefähr gleich und ja, der Stand der Index ist ungefähr gleich. Hier hätte man auch wieder 10 Punkte gewinnen können. Mhm. Ja, und das ist natürlich immer sehr wichtig, dass man dafür sorgt, dass wenn man ein Trade eingeht, dass man mindestens muss verdienen können, was man als Stop-Loss hat. Dann hat man einen Stop-Loss von 7 oder 6, dann soll man auch mindestens 6 oder 7 Punkte Gewinn haben können. Wenn es nur zum Beispiel 3, 4 Punkte gibt, wenn man zum Beispiel hier irgendwo reingegangen war, dann ist die Risk-Reward-Ratio, die stimmt nicht. Das ist immer sehr wichtig. Und hier sehen Sie auch, warum es auch wichtig ist, dass Sie immer Ihren Gewinn nehmen. Wenn man hier zum Beispiel mit einem Stop-Loss, mit einem Trailing-Stop gearbeitet hätte, dann wäre man wahrscheinlich hier ausgestoppt. Und dann verliert man hier eigentlich von der Gewinn. Hätte das viel mehr sein können. Das ist ungefähr, das sind hier 9 Punkte. Und deshalb muss man immer sagen, okay, ich habe ein Target. Wenn das Target erreicht wird, ist es in Ordnung. Und dann geht man wieder nach der nächsten Trade. Das ist eigentlich Scalpen und Daytrading. Man sagt auch oft, ja, wie sagt man das, von viel kleine Schlucken können sie auch betrunken machen. Oder betrunken ja. 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 Das, ich bin in der, ja, das ist sehr, ich bin in Poland für die für die sehr große Events, Daytrading, und ich habe in einer Flasche, das ist Wasser übrig, ist kein Wodka, aber die polnische Leute können auch mit sehr kleinen Schluckchen auch getrunken worden. Das ist sehr wichtig, Alois. Ja. Und Alois, etwas sehr wichtig, du hast keine Positionen mehr. Es ist Nein, am Ende Moment. Des Tages, wir schließen alle Positionen für eine gute Nachtrust, Nachtruhe. Genau. Ich ja, möchte, wenn es ja. noch Fragen gibt, Sie können ruhig etwas fragen oder ein anderer Markt, was Sie, wenn Sie etwas sehen möchten, kein Problem. Ja. Sie können also natürlich für unsere Ja, also für unsere sehr geehrten Kunden auch aus Deutschland, auch für unsere niederländischen Kunden natürlich. Dienstag um 7 Uhr haben wir die Q&A-Session auf Deutsch. Und das können Sie auch anschauen natürlich. Ja, Sie sind auch dabei. Herzlich willkommen. Kein Problem. Ja. Okay, Florian. Dankeschön für die Moderation und Alois auch sehr Dankeschön für die Präsentation und natürlich Ihre Leute auch danke für Teilnehmen. Ja, ich danke euch auch. Ne? Hat Spaß gemacht. Von daher, ja. Vielleicht haben wir ja nochmal ein Webinar zusammen und ich lade das Webinar so schnell ich kann hoch, ja, dass eine Aufzeichnung auch da ist. Und dann habe ich eigentlich gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich wünsche euch beiden Dankeschön. Noch einen schönen Abend. Den Teilnehmern Abend, natürlich Dankeschön. Auch. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf die Positionen auf und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Guten Erfolg. Ja, Tschüss. Herr Florian, herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nachher Alois, Florian und Teilnehmer. Guten Abend.